beeindruckend, überwältigend. Die Skyline von Shanghai, der 18-Millionen-Metropole, die bis zum 31. Juli Gastgeberstadt der Schwimmweltmeisterschaft ist. Nicht nur die deutschen Wasserspringer Patrick Hausting und Sascha Klein zeigten sich beeindruckt vom Anblick der gigantischen Bauwerke am Huangpu. Nicht weniger pompös kommen die WM-Wettkampfstätten daher. Das Shanghai Oriental Sports Center wurde extra für die Schwimm-WM errichtet. Rund 220 Millionen Euro soll es gekostet haben. Da geraten auch altgediente FINA-Funktionäre ins Schwärmen. These venues here in Shanghai. Diese Wettkampfstätten hier in Shanghai sind die wahrscheinlich besten Austragungsorte in der Geschichte der Weltmeisterschaften überhaupt. In Zukunft werden sie wahrscheinlich einer der Motoren für unseren Sport in Shanghai, in China sein. This in Shanghai and in China in general. Richtungsweisend könnte auch die Wiedereinführung von Bluttests bei den Schwimmweltmeisterschaften sein. 2007 und 2009 wurden Dopingkontrollen nur anhand von Urintests durchgeführt. Of course the urine tests which are more performed than the blood test. Natürlich werden wir auch die Urintests, welche zahlreicher durchgeführt werden als die Bluttests, weiterhin durchführen. Und es wird eine bedeutende Anzahl sein. Wenn die Wettkämpfe vorbei sind, werden wir Sie wissen lassen, wie viele Tests wir durchgeführt haben. Damit gibt die FINA dem Druck nach, der durch die Welt-Anti-Doping-Agentur und Athleten ausgeübt wurde. Ganz vorn unter den Kritikern auch Doppelweltmeister Paul Biedermann, der im Trainingslager auf Teneriffa seinem Unmut Luft machte. Ich meine, wie wollen wir den Sport transparent und sauber auch gestalten und nach außen hin verkaufen, wenn es keine Blutkontrollen gibt? Was für mich mittlerweile zum Normalsten der Welt gehört. Wenn ich von der NADA kontrolliert werde, ist immer Blut mit dabei. Und das gehört für mich dazu, das ist das Normalste auf der Welt. Ich finde es schade, dass es da bei der Weltmeisterschaft wieder keine gibt. Und das Problem ist auch, dass ich dann einfach hingestellt werde, ich muss die Fragen beantworten. Warum stellt man die nicht diesen FINA-Leuten? Diese FINA-Leute haben ja nun Blutkontrollen für die Weltmeisterschaft angekündigt. Wer Urin oder Blut abzugeben hat, entscheidet jedoch auch die Anti-Doping-Kommission der FINA selbst. Eine Welle an Bluttests scheint nicht bevorzustehen. Oh no, I don't know the number. Ich kenne die Zahl nicht. In Shanghai, der Stadt der Superlative, geht es um Rekorde, um immer beeindruckendere Zahlen. Auch die Schwimm-WM will und kann da natürlich mithalten. 181 Länder sind bei der WM in Shanghai vertreten. Wir stellen damit einen neuen Rekord in der Geschichte der FINA-Weltmeisterschaften auf. Championships. Ob auch der Anti-Doping-Kampf rekordverdächtig angeschoben wird, bleibt abzuwarten.